Calypso. Hemimond Games. Ah ja. So, da sind wir dann auch mittlerweile im Tropico 5 Let's Play oder Let's Fail Versuch. Irgendwie ist das gerade ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. Ich mache das gerade mal eine Idee leiser. So, Tropico 5 gewünscht und irgendwie mir zugesteckt. Hast ja im Teaser gesehen vom MS-74. Er will unbedingt, dass wir Tropico 5 spielen. Tropico 5. Tropico 5. Ah, ach ja, das Knarzen bin ich, weil ich bin schon alt und die Stimme im Hintergrund, das ist MS-74. Der sitzt jetzt neben mir, weil der will sehen gleich, wie ich faile, weißt du? Genau. Ist so bösartig. Naja, egal. So, neues Spiel. In den Optionen bin ich schon gewesen. Ich habe es dann schon mal grob eingestellt. Dann wollen wir mal gucken. Und ich habe darauf geachtet, dass es auch gar nicht anspielt. Ja, da kann er sich, dafür steht er mit seinem Namen. Jo. So. Naja, wie auch immer, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal hier so das Tutorial. Die Lesestunde möge beginnen, mal gucken. Francisco Macias Nguema erinnerte das Nationalmotto von Äquatorial Guinea zu: Es gibt keinen anderen Gott als Macias Nguema. Okay. Enver Hoxha ist dafür berühmt. 750.000 Bunker. Willkommen in Tropico, Presidente. Ich bin Penultimo, Ihr treuer Berater und größter Fan, und bin hier, um Sie an die Freuden der Diktatur zu erinnern. Und mehr erzählst du nicht? Dann muss ich Sie jetzt erzählen. Die Zahlen über der Minikarte repräsentieren Ihr aktuelles Staatskassenvermögen, Ihre Bevölkerung und Unterstützung. Da Tropica derzeit nur eine Kolonie der Krone ist, steht die Nummer neben dem Kalender für die Monate und Jahre, die Ihnen und Ihrem Mandat als Gouverneur noch bleiben. Schließen Sie diese Nachricht, indem Sie zum Fortsetzen auf die OK-Taste klicken. Klicke. Mit der Kamera sehen Sie Ihre Insel und erste Stadt aus der Vogelperspektive. Bewegen Sie den Mauszeiger an den Bildschirmrand, um die Kamera in die jeweilige Richtung zu scrollen. Benutzen Sie das Mausrad oder die Laufbild-Abtasten, um hinein oder hinaus zu zoomen. Halten Sie die mittlere Maus oder die Alt-Taste gedrückt, um die Kamera zu drehen oder zu kippen. Während des Tutorials sehen Sie die Kamerasteuerungselemente auf dem Bildschirm. Probieren Sie es jetzt aus. Aufgabe: Machen Sie sich mit der Kamerasteuerung vertraut. Annehmen. Scrollen. Aufgaben sind verschiedene Ziele, die Ihnen den Missionsfortschritt ermöglichen. Einige Aufgaben erhalten Sie automatisch, andere können Sie an den Markierungen starten, die in Ihrer Stadt erscheinen. Sie können alle aktiven Aufgaben am rechten Bildschirmrand sehen. Die sichtbaren Aufgabenmarkierungen sehen so aus. Aufgabe: Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab. So. Aber es sieht schon cool aus. Kannst ja. Das ist ja schon mal. Wo ist meine Kolonie? Da ist meine Kolonie. Da läuft der Männchen rum. Guck sie du. Ich grüße sie. Okay. Dann grüß mich. Ja, ja. Tag. Jeder Präsident besitzt besondere Exekutivvollmachten, darunter die Fähigkeit, den Verlauf der Zeit zu kontrollieren. Als größte Persönlichkeit der Welt können Sie die Zeit nach Ihren Wünschen beschleunigen. Aufgabe: Steigern Sie die Chemiegeschwindigkeit auf schnell. Gut gemacht.
Der schnelle Zeitvorlauf ist sehr nützlich, wenn Sie auf Dinge wie Gebäudekonstruktionen oder den Export von Gütern warten müssen. Sie können das Spiel auch verlangsamen und sogar pausieren, wenn es zu hektisch wird. Während die Zeit angehalten ist, werden keine Aufgaben erledigt. Aber Sie können immer noch Befehle geben. Eie! Okay. Zeit für eine offizielle Inspektion, Presidente. Sie können ein beliebiges Gebäude per Linksklick anwählen. Dies öffnet das Infofenster. Das Gebäude ist mit allen wichtigen Informationen. Aufgabe. Wählen Sie ein beliebiges Gebäude. Stellen Sie sicher, dass das Spiel nicht pausiert wird. Tipp. Sie schließen das Infofenster, indem Sie auf einen freien Bereich des Bildschirms klicken. Baubüro. Mit 40 Pesetos oder wie die Dinger auch heißen. Ja? Okay. Okay. Die Musik ist aus. Warum ist die Musik aus? Ungebildet. Na toll. Ja, wie ich, ne? Los, sag was. Ja. Wie du. Okay. Ich bin total ungebildet. Es ist sehr wichtig, die Infrastruktur im Auge zu behalten. Dieses Erzbergwerk scheint mit keiner Straße verbunden zu sein. Das bedeutet, dass es Erzeugnisse nicht exportieren kann. Was für geile Mucke. Na gut. Um eine Straße zu bauen, müssen Sie das Baumenü öffnen. Rechts klicken Sie auf eine freie Stelle des Bildschirms. Ist es geöffnet, wählen Sie die Kategorie Infrastruktur und schließlich das Straßensymbol. Platzieren Sie eine Straße in die Nähe des Bergwerkeingangs und verbinden Sie es per Linksklick mit Ihrem übrigen Straßennetz. Aufgabe: Verbinden Sie das Bergwerk mit dem Straßennetz. So, dann wollen wir mal gucken. Straße. Oh. Klick. Straße. Von einer anderen Straße blockiert. Ach so. Haha. Okay, das haben wir gemacht. Tutorialaufgaben 2 von 6. Was müssen wir noch machen? Straße ist zu kurz. Die Straße ist zu kurz. Du hast immer noch eine Straße angeklickt. Guck doch mal. Danke. Okay. Dieses Gelände eignet sich nicht zum Bau. Was? Die Straße durchkreuzt ein unerforschtes Gebiet. Ach so. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen am Rumfällen, weil ich jetzt gerade noch nicht weiß, was ich hier noch genau machen muss. Verbinden Sie das Bergwerk. Das habe ich doch getan. Geht das hier nicht so ohne weiteres? Nee, das geht so nicht. Du müsstest doch dran sein. Das ist doch eigentlich dran, oder nicht? Ich bin dran. Das ist doch alles gut. Ja, du bist dran am Fehlen. Ich bin am Fehlen dran, ja genau. Merkst du was? Was merke ich denn? Siehst du den Pfeil? Ich sehe den Fall, ja. Ja, dann reiß die Straße nochmal ab. Wie reiß ich die denn ab? Gut, Ihr Bergwerk ist jetzt an eine Straße angebunden und die Lastwagenfahrer fangen an, Erzeugnisse zum Hafen zu transportieren. Von dort werden sie mit dem nächsten Frachter verschifft. Und Schiffe legen mindestens einmal jährlich an den Hafenanlagen an. Aufgabe: Exportieren Sie 100 Eisen. Exportieren Sie Eisen. Da kommen sie. Die Lastwagenfahrer, das sind Eselskarren. Komm ran da. Tatsache. Das ist ja geil. Also sieht schon cool aus. Alles vielleicht ein bisschen laut im Sound, aber das kann man ja im Nachhinein noch hoffentlich ein bisschen korrigieren.
Wo ist denn der Hafen? Da ist der Hafen. Ach, ist das niedlich. Hup. Flank. Oh. Es fährt ein Schiff nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Geh mal, Strike. Fahr nicht weg, kleines Schiff. Verdammt. Ein Frachter hat Waren aus Tropico im Wert von 4.757 exportiert. Wie sage ich die Währung in dem Game? Weißt du das? Sieht aus wie Dollar. Sieht aus wie Dollar. Vielleicht ist es Dollar. Vielleicht. But that... Fischi! Ja. Man kann angeln gehen? Ja, du musst Fischerboote. So, jetzt hab ich's. Schifferboote? Schifferboote. Claudias Boote? Ja, genau. Hinschicken. Da ist sie wieder, der kleine Schiff. Und Klappe auf. Wupp. Der Kran sieht ja mal geil aus. Wenn unsere Kräne auf unseren Baustellen so aussehen würden, würden wir die Baustelle sofort zumachen. Wie auch immer, Tutorial-Aufgaben 4 von 6. Aufgaben sind verschiedene Ziele, die Ihnen den Missionsfortschritt ermöglichen. Ja, ich weiß. Einige Aufgaben erhalten Sie automatisch. Ja, ich weiß, aber was waren die anderen beiden Aufgaben noch? Ein Herrscher, aha, der sich nicht um seine Bürger kümmert, endet womöglich auf der falschen Seite eines Staatsstreichs. Wählen wir einen der kleinen Tropikaner aus. Zeigen Sie auf einen beliebigen Bürger und wählen Sie ihn per Linksklick aus. Möglicherweise müssen Sie hineinzoomen. Dies öffnet das Infofenster des Bürgers, die Ihnen alle Informationen anzeigt, die wir über ihn haben. Die NSA lässt grüßen. Mhm. Wahrscheinlich heißt der erste Bürger, den ich anklicke, Edward. Dann gucke ich aber sparsam. Ja, inklusive seiner Zustimmung. Inklusive seiner Zustimmung zum Regime. Aufgabe, wählen Sie einen beliebigen Bürger. Stellen Sie sicher, dass das Spiel nicht pausiert wird. Annehmen. Mehr rennen wir nicht fort. Ay, caramba. Ay, caramba. Wählen Sie einen beliebigen. Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt? Er ist ungebildet. Also wie ich. Wohnsitz, Hütte. Beruf, Hafenarbeiter. Arbeitsplatz, Hafenanlage. Mach Sachen. Ich hätte ihn nicht auf dem Acker erwartet. Zustimmung 91. Aktionen. Töten. Aktionen. Töten 2000, bestechen 1000, verbannen 1000, diskreditieren 5000. Soll ich den diskreditieren? Nein, ich werde ihn jetzt nicht diskreditieren. Bin ja nicht böse, ne? Aufgaben. Was haben wir denn noch? Ja, ich weiß. Aber was haben wir denn noch für Aufgaben? Da. Der Aufbau unserer glorreichen Zukunft ist Ihre wichtigste Aufgabe, Präsidente. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie neue Gebäude errichten. Brauchst du mir nicht zeigen. Ich will dich selber bauen. Mit eigenen Händen will ich die Gebäude bauen. Was? Wir gehen zurück. Öffnen Sie das Baumenü per Rechtsklick. Wählen Sie die Kategorie Gemeinwohl und Medien. Und dann die katholische Mission. Ich wollte eigentlich keinerlei Religionen in irgendwelche Let's Plays einfließen lassen. Kann ich nicht einfach irgendeine Mission wählen, ohne dass die katholisch ist? In diesem Spiel nicht. Verdammt! Und hinterher fühlt sich wieder irgendeiner diskriminiert. Und ich bin wieder schuld. Nee, du. Ha, du hast das Game besorgt. okay. Wir wählen die katholische Mission. Platzieren Sie die per Linksklick. Die Baustelle für die katholische Mission muss in Straßennähe platziert sein. Bauarbeiter aus Ihrem Baubüro begeben sich dorthin und stellen das Gebäude in ein paar Monaten fertig. Also wird dieses Let's Play, diese Folge jetzt über ein paar Monate gehen. Ist okay. Bauarbeiten in größerer Entfernung beziehungsweise mehrere Baustellen gleichzeitig verlängern die Bautätigkeit. Na gut. Ich muss bauen. Mission. Flap. Oh. Dies ist das Baubüro. Wo ist er denn hin? Der war, stand doch gerade noch da. Wo bist du mit deinem Hackebeilchen?
ein Bauarbeiter, der ist reingelaufen. Okay. Jawohl, ja. So muss das aussehen, Alter, was der abgeht. Sie sind der beste Anführer, den man sich wünschen könnte. Ja. Mit Ihnen haben sich all unsere Träume erfüllt. Aha. Fünf Bürger haben Tropico verlassen. Ja, dann geht doch. Ich brauche euch alle nicht. Im nächsten Tutorial lernen Sie über Wirtschaftsforschung und das Deponieren von Geld in Ihrem zweiten Bankkonto. Das ist nicht mehr ganz so aktuell. Die Schweiz verkauft mittlerweile auch Steuer-CDs. So ist das ja nicht. Obwohl die Wirtschaft Ecuadors am Boden lag, versprach Präsident bla bla bla. Maradona eine Million US-Dollar um eine Partie bla bla. Willkommen zum zweiten Tutorial. Ich bin zu langsam. Hier lernen Sie, neue Technologien zu entwickeln und ein stabiles, profitables Wirtschaftssystem aufzubauen und Verordnungen zu erlassen. Aufgabe. Schließen Sie alle Tutorial-Aufgaben ab. Ganz ehrlich, ich habe schon wieder im ersten Tutorial vergessen, um was es geht. Na, es ist in Ordnung. Annehmen. Wunderschön. Ping. Um neue Technologien zu entwickeln, müssen Sie zuerst eine Bibliothek bauen. Und die befindet sich unter Kategorie Forschung und Unterhaltung. Natürlich, Unterhaltung, ne? Bibliothek und so. Aufgabe, errichten Sie eine Bibliothek. $5,000. Wo stellen wir die denn hin? Da. Ich würde sie drehen. Kann man die drehen? Ja, die kannst du drehen. Kann man die drehen? Die kannst du drehen. Wie kann man die drehen? Ah, so kann man die drehen. Wo stellen wir sie denn hin? Hier so? Hinter die Kirche. So? Hinter. So? Ja, noch ein bisschen drehen. So, warum nicht? Ah, es ist auch hier. Guck mal, was hier. Ja, da kommt der Designer im MS raus, merkst du? Eine Glocke. Die hat sogar geglockt. Guck mal, ein Sandhaufen. Steinsche. Holz. Was geht denn hier ab? Das sind Slums. So Favela hier, oder was? Alter, bin ich hier in Brasilien? Ja. Okay. Ich meine, hallo, das ist aber schon ein fürstlicher Slum hier. Verschiedenfarbige Dachfarben und so, Bretter. Das sind gar keine Slums, in Wahrheit sind es Bauhütten. Und der MS will mir das einfach nur weismachen, dass das Slums werden. Vielleicht. Ja, aber was ist denn mit euch hier? Zwei Leute, die hier drin rumdoktern, oder was? Gib Gas! Viva el Presidente! Zustimmung 6. Viva el Presidente, ja? Zustimmung 6. Du kleiner Penner. Eine Zustimmung von 6. Viva el Presidente. Sag mal, noch mieser kann man es doch gar nicht tarnen. Man sollte dich diskreditieren. Aber die Frage ist, kostet mich das? Oder kriege ich das, wenn ich den diskreditiere? Das kostet nicht. Ach, ist doch scheiße. Dann müsste ich ihn ja verbannen, dass es am billigsten wird. Töten. Nee. Obwohl, vielleicht wird er dann guten so ein kleiner... Guten Tag. Zustimmung 1. Wohlstand mittellos. Natürlich, deswegen hast du auch keine Zustimmung. Du hast ja noch nicht mal Mittel. Aber es ist auch nicht schön, wenn man keine Mittel hat. Los, baue jetzt dieses scheiß Bibliothek dahin. Schneller! Ja, der Rohbau noch nicht wirklich abgeschlossen, aber die Blumen und die Palmen, die sind schon mal da, damit der Präsident was zu gucken hatte. Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Du liebst Tropico im Sonnenuntergang und hast eine Zustimmung von 1. Wohlstand gut situiert. Ich sollte dich umhauen. Aber ich haue keine Frau. Ja, jetzt, müssen wir wohl warten, dann können wir das ja auch schneller machen. Ja! Wupp, 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 wupp. Pling. Sie benötigen außerdem ausgebildete Arbeiter, die in der Bibliothek mit der Forschung beginnen. Um diese einzustellen, wählen Sie Ihre Bibliothek aus und klicken Sie auf den Arbeiterknopf im Infofenster.
nutzen Sie den Einstellenknopf, um 3 Gastarbeiter einzustellen. Sie kommen mit dem nächsten Schiff an, sind teuer, doch das lohnt sich. In späteren Zeitaltern können Sie Ihre Bürger selbst ausbilden und müssen sich nicht auf Gastarbeiter verlassen. Okay. Fup. Arbeiter. Stellen Sie einen Gastarbeiter ein. Wie viel soll ich einladen? 3.750. Wahrscheinlich habe ich gar keine Kohle mehr. Ja, 5.900. Ah, es wächst ja noch ein bisschen. Okay. Wo ist das Schiff, wenn man es mal braucht? Da. Steigst du auch aus? Ping. Erforschen Sie Planken, um das Sägewerk freizuschalten. Okay. Und, wie machen wir das? Aufklicken. Auf Planken. Planken! Ach so. Entschuldigung. Ah, Planken. 7 Monate. Jetzt haben wir's. Wir hatten es schon vorher. Du hast es mal wieder weggemacht. Ja, Entschuldigung. Aber da ist doch gar keiner aus dem Schiff ausgestiegen. Doch, die sind vorne rausgekommen. Aber ich hab die nicht da rauslaufen weil sehen. Weil du auf das Schiff geguckt hast. Und wie können die denn so schnell da vorne rausrennen und dann da rein und sofort anfangen zu forschen? Die müssen doch erstmal ankommen. Die müssen doch auch was gegessen haben. Die müssen sich doch auch mal umziehen. Du hast auf schnell gestellt, die Geschwindigkeit? Wir können Expeditionen aussenden, um unsere Insel zu erkunden und wertvolle Ressourcen zu entdecken. Okay. Dann machen wir das doch. Im Palast ist eine Soldatentruppe stationiert, ihre persönliche Leibwache. Senden wir sie aus, um einen Wald zu entdecken, in dem wir Bäume fallen könnte, fällen können. Wählen Sie Ihren Palast, klicken Sie auf Erkunden-Knopf und links klicken Sie auf das gewünschte Ziel innerhalb des nebligen, unerkundeten Gebietes. Und keine Sorge, Präsident, ich garantiere Ihnen, dass niemand einen Umsturz plant, während Ihre Wache fort ist. Ich bin halt bescheuert. Wahrscheinlich bist du derjenige welche, ne? Hier, klein Penultimo, der dann hergeht. Erkunden Sie die Insel. Wo ist meine Wache? Erkunden. Wo haben wir denn hier ein nebliges Gebiet? Da. Und er marschierte los. Sie marschierten los. Ach, das sind Sie. Ich habe einen markiert, weißt du? Einen. Sie rennen gleich alle los. Okay. Los, renn da rein. Schneller. Cool. Wir haben soeben herausgefunden, wie oft man einen Wissenschaftler mit einer Planke schlagen muss, damit er etwas entdeckt. Zwischen 6 und 7 Mal. Wir nannten das die Planck'sche Konstante. Die wird sicher eines Tages eine große Rolle spielen. Effekt, Sägewerk freigeschaltet. Die Planck'sche Konstante finde ich geil. Hallo, wo wollt ihr hin? Ach, er erkundet das gesamte Gebiet. Die rennen jetzt da. Ach, da rennen. Bis zu dem Punkt. Rennen die. Los, renn dahin. Ping. Und was macht er jetzt? Zurücklaufen. Gut. Lassen Sie uns mit der Produktion von Rohstoffen beginnen, während wir auf den Abschluss der Forschungsarbeiten warten. Wir wählen ein Holzfällerlager aus der Kategorie Rohstoffe im Baumenü aus. Sie werden ein farbiges Raster über dem Terrain sehen. Ich weiß, ich rede jetzt eher Hochdeutsch, weil die Spanische klingt hier ganz lustig, macht mich aber irgendwie fertig. Ist nicht billig dadurch. Weißt du? Egal, zumindest macht das im Tutorial. Aber ich spuck es ständig auf meine Monitor. Hast du Pech gehabt? Nein, ich habe Spucke auf dem Monitor. Spucke. Okay.
Wir werden ein farbiges Raster über dem Terrain sehen, wenn Sie das Holz von der Lacke platzieren. Dies ist das Holzwirtschaftsinforaster. Grün zeigt ertragreiche Orte in der Nähe, große Baumvorkommen an, während rote Orte nicht vorteilhaft sind und zu einer niedrigen Ausbeute führen. Vergessen Sie nicht, das Holzfällerlager muss an eine Straße angeschlossen sein und Sie können die Spielgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie nicht auf dessen Fertigstellung warten wollen. Annehmen. Flup. Ich würde es dahin bauen, wo Bäume sind. Logischerweise. Meinst du hier so? Ja, da so. Hier so? Ein bisschen höher. Ein bisschen hier so? Rechts. Hier ja, so? Da so. Da so? Da so. Nein, da so. Nein! Ich brauche eine Straße. Da ist keine Straße, das ist dein... Da wird schon mehr. Was? Ich bin pleite, verdammte Scheiße. Das geht nicht. So geht es. Stimmt. Markierte Objekte blockieren den Bau. Was? Hier blockiert irgendwas den Bau. Mach einfach mal wieder auf Play. Ist doch geplayed. Jetzt doch geplayed. Ich bin so irritiert. Ah! Hallo, los Bauarbeiter, das kommt mal angerannt. Bam, 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 bam. Und ab geht es. Gut gemacht. Das Holzfällerlager ist startklar. Jedes Produktionsgebäude wird von Transporteuren angefahren, wenn es an eine Straße angebunden ist. Sie werden die Produkte dann zu einer Hafenanlage oder einem Einsatzort auf der Insel transportieren. Legt ein Frachter an, exportiert er die an der Hafenanlage gelagerten Güter und die Verkaufsgewinne werden der Staatskasse hinzugefügt. Gebäude, die weit vom Transportbüro entfernt liegen, benötigen mehr Zeit, um angefahren zu werden. Das kenne ich. Wenn mit dem Auto einer anvisiert wird, der noch weit weg ist, dann dauert das auch ein bisschen, bis ich da bin. Okay. Sehr gut. Flup. So, was machen wir jetzt? Was macht denn die Wache da? Aha. Verordnungen sind besondere Gesetze, die Sie erlassen können. Zeit, die Verordnung Baugenehmigung zu erlassen, die es Ihnen erlaubt, etwas Geld auf Ihrem Schweizer Nummernkonto zu überweisen. Fupp. Baugenehmigung. Fupp. Niemand arbeitet so hart wie Sie, Präsidente. Sie rackern sich Tag und Nacht für uns ab. Und es wird höchste Zeit, dass Sie etwas für sich selbst tun. Erlassen Sie diese Verordnung, dann landet ein Teil der Baukosten jedes Gebäudes auf der Insel auf Ihrem Schweizer Nummernkonto. Effekt: Erhöht die Kosten aller Gebäude um 20%. Die Hälfte dieses Zuschlages wird bei der Gebäudefertigstellung auf Ihrem Schweizer Nummernkonto überwiesen. Errichten wir nun einige einfache Landhäuser und sehen uns an, wie die Korruption funktioniert. Geil, jetzt wirst du ja auch noch korrupt. Vergessen Sie nicht, ist die Verordnung Baugenehmigung aktiv, geht ein Teil aller Baukosten auf Ihr Schmiergeldkonto. Geld auf dem Schweizer Nummernkonto kann nicht für Staatsausgaben verwendet werden, doch für zahlreiche Sonderaufgaben für Sie und Ihre Familiendynastie. Aufgabe: Verdienen Sie mit Bauarbeiten 500 Dollar für Ihr Schweizer Nummernkonto. Auch ein Landhaus. Ich verstehe kein Wort, aber du wirst schon recht haben. Genau.